Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Micha Waletzko, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Sendung. Ihr Lieben, heute geht es um die Beichte. Und zwar viele, viele Protestanten, Freikirchler, aber auch Katholiken sind der Meinung, die Beichte brauchen wir nicht. Das ist eine alte Kamelle der katholischen Kirche, die haben sich das irgendwo ausgedacht, im Mittelalter dazu benutzt, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, um die Leute zu unterdrücken, unter Druck zu setzen, um zu wissen, was läuft zwischen wem und so weiter. Und es ist unbiblisch, es ist unchristlich, wir können überall unsere Sünden bekennen und es ist alles kompletter Quatsch. Alles hat sich die katholische Kirche, die böse, böse katholische Kirche ausgedacht und es ist alles Käse. Ist das alles so unbiblisch? Ist das alles so irgendwie so wie, ja, ist das alles so unbiblisch und ist das alles tatsächlich nicht christlich, was ich hier gerade sage und was die katholische Kirche lehrt? Das möchten wir gerne in dieser Sendung betrachten. Ihr Lieben, in Johannes 20, 23 steht geschrieben, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Das hat Jesus nach der Auferstehung zu seinen Jüngern gesagt. Die Jünger haben sich versteckt, weil sie Angst vor den Juden hatten, machten die Türen zu, da trat der Herr in ihre Mitte, zeigte ihnen seine Wunden, seine Hände und seine Seite. Sie freuten sich darüber. Jesus sagte zu ihnen, der Friede sei mit euch. Dann hauchte er sie an, sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und danach sagte er zu ihnen, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das heißt, überlegt euch das mal. Die ersten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern sagt, nach der Auferstehung. Es muss ganz besonders wichtig für Jesus gewesen sein, ihnen das mitzuteilen, wenn das die ersten Worte gewesen sind, die er zu ihnen sagte. Das heißt, Friede sei mit euch. Dann sagte er, also er hauchte sie an, sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und dann sagte er, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie erlasst, dem sind sie erlassen. Wäre das nicht wichtig? Wäre das nicht so schnell oder wird Jesus das nicht direkt nach der Auferstehung seinen Jüngern mitteilen? Und er hat das nicht dem Gärtner gesagt, er hat das nicht zu den Frauen gesagt, er hat das nicht zu den irgendwelchen Menschen gesagt. Es haben ihn ja sehr, sehr viele Menschen gesehen nach der Auferstehung, sondern er ist zu seinen Jüngern gesagt, die er an Gründonnerstag, das heißt beim letzten Abendmahl zu seinen Priestern bestimmt hat, das ist nämlich die Einsetzung des Priestertums, am letzten Abendmahl, die Jungs, die er zu Priestern gemacht hat, er hat ihnen nämlich den Auftrag gegeben, dass sie die Eucharistie feiern. Er sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, das ist der Kelch des neuen ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Er hat das zu seinen Jüngern gesagt. Zu seinen Aposteln hat er gesagt, sie sollen die Eucharistie feiern. Und nach der Auferstehung geht er zu ihnen und sagt, Friede sei mit euch, hauchte sie an, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie erlasst, dem sind sie erlassen. Das bedeutet für uns, meine Lieben, das bedeutet für dich als Freikirchler, das bedeutet für dich als Katholik, das bedeutet für jeden Menschen, der sich mit dem christlichen Glauben ein bisschen auseinandersetzt und der das Wort Gottes ernst nimmt. Folgendes, dass wir die Sünden vor einem Priester bekennen müssen. Der Priester hat keine Glaskugel, wo er reinguckt und wo er sagt, okay, alles klar, das und das und das hast du gemacht, alles klar, kannst gehen, sondern mit dem Wort, das Jesus sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Mit diesem Satz lässt sich schlussfolgern, dass der Priester die Sünden hören muss, damit er weiß, wem er sie vergibt und wem er sie behält. Osterzeit, wir haben die Pflicht als Katholiken, die heilige Kommunion zu empfangen. Im Stand der Gnade. Wenn wir dorthin gehen, also in der Osternacht und die Eucharistie empfangen, weil es alle so machen, weil wir das immer so gemacht haben, weil das ja eigentlich so schön ist, wenn man dann Ostern mal in die Kirche geht, dann sollten wir über die Worte aus dem 1. Korintherbrief nachdenken. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 28 steht, jeder soll sich selbst prüfen, erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Das heißt, es bedarf einer Gewissensprüfung. Kann ich das Brot essen und aus dem Kelch trinken? Wenn nicht,
steht nämlich weiter Folgendes. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. So steht es. Die Übersetzung der Universität Innsbruck, könnt ihr selbst nachlesen, muss ziemlich häufig geprüft worden sein, dass es die Universität Innsbruck so öffentlich macht. Ihr Lieben, also, unsere Pflicht als Katholiken, einmal im Jahr die Heilige Kommunion empfangen, im Stand der Gnade. Die Beichte ist keine Sache, die sich die katholische Kirche ausgedacht hat, im Mittelalter, um Leute zu unterdrücken, sondern es ist ganz klar die Lehre Jesu. Die Priester, das sind diejenigen, die von Jesus eingesetzt worden sind, die in der apostolischen Sukzession sein müssen. Das bedeutet, von einem Bischof die Hände aufgelegt bekommen haben, so wie dieser Bischof von einem Bischof die Hände aufgelegt bekommen hat, so wie alle vor ihm, und Petrus war der Erste, der die Kirche in Rom gegründet hat. Auch das kann man nachlesen, wenn man die Kirchenväter studiert, wenn man die Kirchengeschichte studiert und so weiter und so fort. Ihr Lieben, also Bußgottesdienste, kompletter Quatsch. Wer denkt, dass dadurch die Sündenvergebung stattfindet, der lese nochmal Johannes 23, vorher Johannes 21 und davor Johannes 19. So wird einiges klar. Und ich hoffe, dass ich an dieser Stelle ein bisschen aufräumen konnte mit diesem Schwachsinn, der manchmal im YouTube verbreitet wird, vor allem aus der freikirchlichen Ecke von unseren freikirchlichen Mitchristen. Kommt zurück ins Petriboot. Wir brauchen eure Kraft, wir brauchen eure Gebete, wir brauchen eure Liebe. Ihr braucht die Eucharistie, ihr braucht die Beichte, so wie ich sie brauche. Und ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie herausstellen, ich bin jetzt toll, ich bin jetzt sündenfrei. Nein, gerade weil ich Sünder bin, weiß ich, wie wichtig die Beichte ist und was für große Wunder dort passieren durch die Beichte. Dieses Sakrament nennt man auch das Sakrament der Heilung. Das Sakrament der Heilung. Durch die Beichte sind ganz, ganz viele Menschen von schwersten Krankheiten geheilt worden, weil sie vergeben konnten. Es gibt eine Studie oder Aussagen von Ärzten, die sagen, die häufigste Ursache für Krebserkrankungen ist unvergebener Zustand. Vergebung. Jesus hat alle Sünden auf uns genommen, jedes Leid. Und alles, was schlimm in der Welt ist, hat er mit ans Kreuz genommen. Er hat die Sünde besiegt. Trotzdem müssen wir die Sünde bekennen, damit er uns davon freimachen kann. Dafür ist er für uns ans Kreuz gegangen. Ihr Lieben, schickt dieses Video weiter. Abonniert den Kanal. Ich danke euch für eure Kommentare, für eure Unterstützung, für eure finanzielle Unterstützung, für eure Gebete, für alles, was ihr tut, dass dieser Kanal verbreitet wird, dass das Wort Gottes verbreitet wird. Betet für mich. Ich übersetze gerade einen richtig, richtig, richtig krassen Film, der demnächst mal rauskommt. Deswegen war ein bisschen weniger auf YouTube von mir, weil das sehr, sehr zeitaufwendig ist. Ich sitze viele, viele Stunden vor dem Rechner und übersetze die ganzen Dialoge. Das wird richtig toll. Der kommt demnächst raus. Freut euch drauf. Wir sehen uns. Bis bald. Gelobt sei Jesus Christus und Maria. Bis zum nächsten Mal und tschüss.